Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Forbidden West. Wir müssen eigentlich da zurückgehen zu unseren Freunden hier. Machen wir aber nicht. Ich gehe erstmal hier hoch, um zu gucken, ob hier noch alle leben. Und vor allem, es gibt verdammt viele Nebenquests, die wir machen können. Die machen wir aber nicht heute, weil heute gehen wir dann zurück zu diesem Prachthain, heißt er, glaube ich. Gedenkhain, Entschuldigung. Um da ein bisschen in der Main Story weiterzumachen. Ich will aber erstmal die Nebenquests hier annehmen. Wo sind die denn? Ich habe es euch gezeigt. Hey. Darf ich fragen, worüber ihr streitet? Seriva lässt nicht locker. Sie besteht darauf, dass Kameradin Ferika auf den Flügeln der Zehen flog. Doch ich sage, sich an einen Sturmvogel zu hängen, ist nicht dasselbe. Eine Tenaktrit einen Sturmvogel? Sie ging hoch in die Luft. Aber reiten ist zu viel gesagt. Ha, du gibst es zu. Ihr redet über sie, als ob sie nicht mehr unter uns ist. Ist sie nicht. Als sie sich an der Maschine festhielt, ist sie mit ihr auf den Berggipfel geflogen. Der Sturmvogel kreist noch um den Gipfel. Doch Ferika ist fort. Traurig, so zu sterben. Das stimmt. Wenn nur jemand die Bergspitze erreichen könnte. Eine gute Soldatin mit entsprechender Rüstung. Da oben hilft sie auch niemandem. Ich bin recht gut im Klettern. Kein Zweifel. Aber wenn du nicht wie Ferika darauf willst, gibt es keinen wirklichen Weg da hoch. Noch. Ja, okay. Der erste Flug. Aha. Das ist doch mal was Spannendes. Dann nehmen wir hier nochmal noch eine Quest an. Was ist hier los? Die Mauerbrecherin. Jackers Bruder ist auf Selbstmordmission. Er schafft den Aufstieg. Ich weiß es. Wohl kaum. Mein Bruder Pento ist zum Marsch der Zehen aufgebrochen. Für das Soldatenzeichen. Sie müssten längst fertig sein. Aber er ist noch nicht zurück. Jekka, Itaka, los zum Training. Dein Bruder hätte bei seinen Putzlappen bleiben sollen. Würdest du mal beim Marsch nachsehen? Der Truppführer würde mich umbringen, wenn ich gehe. Und es soll niemand glauben, dass ich meinem Bruder den Aufstieg nicht zutraue. Denn das stimmt nicht. Verstehe. Der Weg ist deutlich markiert. Gleich am Wasserfall westlich von hier. Wenn ich hinkomme, werde ich nachsehen. Vielen Dank. Bitteschön. Helfe gerne. Soldatin. Ich komme, ich komme. Ja, Pento, ja. Sei bitte in Sicherheit. So, next please. Ach, nach unten. Ich hoffe mal, das ist... Nee, ich glaube, das ist nicht hier unten. Was ist denn da hinten? Ah, ja. Hier. Ah, bist du Kaplanin Gerra? Cotallo sagte, ich sollte dich fragen, ob du Hilfe brauchst. Dreist, Mauerbrecherin. Tecote ist stolz, unter dem Staub des Bollwerks zu begraben. Ich hab nur... Ganz ruhig. Viele im Clan stimmen dir zu. Und Marschall Cotallo hat dich zu Recht zu mir geschickt. Da ist etwas, bei dem du helfen kannst. Ein paar Soldaten sind ihm zur Gesandtschaft in Fahrlicht gefolgt, entgegen Tecotes Befehlen. Ja, ich weiß, dass Cotallo zuletzt ankam, mit nur wenigen Vertretern des Himmelsklans. Als die Soldaten zurückkehrten, stellte Tecote sie zu einem alten Wachturm ab. Einen, den wir den Maschinen überlassen hatten. Er bestand aus Kriegsgründen darauf, ihn wieder einzunehmen. Doch diese Soldaten dienen da draußen niemandem. Wenn sie jedoch auf Anfrage von Hekaros Streiterin zurückkehrten, Tecote hätte dann keinen Rückhalt, das zu verweigern. Vor allem, wenn ihre Kaplanin ihre Rückkehr unterstützt. Ein paar Soldaten zurückzurufen, um Tecote eine zu verpassen? Klingt doch ganz leicht. Geh zu den Kalten Kaupen, einem Flussgebiet im Westen. Der Wachturm steht bei den Wasserfällen. Sprich dort mit Kiva, der Truppführerin. Viel Glück. Dankeschön. Also, und wo habt ihr hier ein Lagerfeuer? Hier, ah, hier, lol. Ah, ne, ich will nicht speichern. Ja, doch, speichern ist auch nicht schlecht.
Was ich aber will, ist hier. Ah, das muss ich nehmen. Gut, da hinreisen, bitte. Thank you. Oh, Entschuldigung. Die Wolken sind leer. Der Regen ist vorbei. Ich habe tatsächlich kein Reittier mehr. Wann ist es denn raufgegangen? Weiß gar nicht mehr. Lass sie durch. Fremde, Häuptling Hikaru und Marschall Kotalo erwarten dich drin. Ja, ich hoffe doch. Kann ich hier durch? Ja, okay, das war nicht richtig. Ich dachte, es könnte eine Abkürzung sein, aber die Kohlrut sollte falsch gedacht. Im Anschluss sollte ich in die Kammer unter Hikarus Thron kommen. Und an Äther. Sag mal, wo muss ich denn hin? Hier nach hinten? Hier geht es wohl zur Arena. Arena? Muss ich jetzt kämpfen, oder was? Ein weiterer Teil der Ruinen. Zu einem Kampfring umgebaut. Oh, Motherfucker. Sie wissen, dass eine Schlacht kommt. Soll Regala doch ruhig kommen. Wir schlagen sie. Aloy. Du hast Berge bewegt, um den Himmelsklan zu besiegen. Buchstäblich. Kotalo hat geholfen. Ja. Tecote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Kulrut bevor. Einige nehmen teil, andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kotalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Kulrut mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschälle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Bereite dich vor, so gut es geht. Wenn die Kulrut beginnt, musst du durchhalten. Okay, ich bin noch nicht bereit. Ich brauche noch etwas Zeit. Gut. Mauer doch noch nicht heute. Ist mir dann noch ein bisschen zu viel. Sag mal her die Quests. Aufträge. Ich will das hier. Wo ist es? Der erste Flur. Warum ist es pausiert? Bis die Flügel der Zehen abgeschlossen ist. Wow. Dann gehen wir halt zum Wachturm hier. Oh. Was? Nein, 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 nicht schnell reisen. Da, das ist ein Jagdgebiet. Was ist das da? Der Anfang des Anstiegs. Wait a minute. Was ist das? Begib dich nach Blutzeichen. Aha. The hell? Oh, guck mal, da ist ein Unterschlupf. Unbekanntes Lagerfeuer. Wir gehen mal dahin, komm. Let's go. Gehen wir halt den Unterschlupfschell untersuchen. Komm, erstmal zum Lagerfeuer. Wunderbare Sache. Hier noch. Oh ja, nimm das mit. Unbedingt, Aloy. Auf das Holz scheißen wir erstmal. Da habe ich genug davon. Oh. Na, das ist etwas, was ich brauchen kann hier. Ein Reittier. Der andere da muss halt einfach weggucken. Warte mal, da oben. Ist es auch einer oder was ist das? Die Kornschaf. Ja, das ist keine Maschine. Okay. Der da muss sich halt irgendwie drehen. Das wird aber wohl nicht passieren, ha? Mache ich das denn? How am I gonna
do it. Maschine, würdest du dich bitte drehen? Nicht gucken. Drehen. Das ist falsch. Nicht näher kommen. Drehen. Wobei, das könnte klappen. Ja. Nah ran. Und überbrücken. Juhu. Ich habe wieder ein Reittier. Cool. Komm schon, hau ihm dein Geweih weg. Oh. Bäm, Junge. Hoppala. Was macht der denn? Rennt der weg? Ey! Ja, okay. Das ist... Dann rennt er halt weg. Kein Problem. Was hast du denn hier gedroppt? Sag ich mal her. Gut, gut. Okay, mein kleiner Reiter. Wie viel Holz habe ich? What? Noch so wenig? Ich hatte doch mal über 2000. Ah, guck mal, da. Ah, ja, okay. Ich dachte schon, what the hell? Aber im Vorrat sind noch 2500. Was ist jetzt los? Da kommt er wieder. Ja, dem zeigen wir es. Komm mal. Okay. Ja, gib ihm. Zack. Gute Nacht. Ja, gut. Okay. Muss ich dich reparieren? Komm her. Sehr gut. Und dann gehen wir mal hier zum Lagerfeuer. Und dann kannst du hier warten, mein kleiner Stürmer. Weil da vorne müsste ja dann der Unterschlupf. Ja, okay, der ist doch noch ein bisschen entfernt, der Unterschlupf. Da können wir trotzdem reiten. Muss er hier nach drüben gehen? Oh, nee, ich wollte eigentlich nicht abspringen, aber okay. Guck mal. Zack. Und tschüss. Munition herstellen. Wunderbar. Ja. Also, wo ist der Unterschlupf? Da hinten. Die Frage ist... Zeigt den Berg. Auch ich nicht. Diese Tenak hatten recht. Ich müsste fliegen, um herauszufinden, was mit Ferita geschah. Ah, das ist dieser Berg. Okay. Ah, ich dachte, hier kann ich kämpfen oder irgendwas. Hm. Huh. Naja. Aber ich kann die Vorräte wieder auffüllen. Das ist doch super. Und vielleicht was herstellen? Hm. Oh ne, ich kann nichts herstellen. Nur Munition. Ja, aber das möchte ich jetzt nicht. Ich kann nichts upgraden. Das ist ja mal eine Frechheit hier. Okay. Hm. Was ist das da? What is this? Vor allem, wo ist es? Hä? Ah! Ja, wir laufen dahin. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch ein paar Sachen. So. Zack, zack. Ist ja zum Glück nicht so weit. Komm mal her hier. Hey. Stehen geblieben. Oh, danke. Lass mich deinen Scheiß hier mitnehmen. Oh, Jesus fucking Christ. Was ist da unten los? Ich sollte was anderes nehmen als Feuer. Sind das Rebellen oder? Keine Ahnung, ne? Bumm. Kabums. Come on. Und... Oh! Okay! Cool. Hat's auch mehr davon?
Oder sind das Rebellen? Komm jetzt mal her, ja. Oh, gut gemacht. Du machst ja richtig guten Damage, my friend. Okay. Du hast's drauf, mein Freund. Was sind da noch mehr? Stehen geblieben. Oh ja, guter Schuss. Das ist ein schlechter Schuss. Stehen geblieben. Ja. Sehr gut. Aha. Mach ihn fertig. Ja. Braves Mädchen. Was kann man noch aufheben? Ist hier nochmal einer? Ist es auch so ein Feuer? Ja. Komm schon. So ist gut. Ah, da bist du ein Frostig, der Kollege. Zack. Das ist doch gut. Gut gekämpft. Gut gekämpft. Dann gehen wir doch mal plündern hier. Gibt's ja einiges. Und ihr habt einige Maschinen erledigt, ey. Respekt. Respekt, Respekt, meine Lieben. Habt ihr gut gemacht. Die Belohnung heimse ich trotzdem ein. Auch wenn ihr die Arbeit erledigt habt. I don't give a shit. Na guck mal, Tenakt habt ihr auch gleich getötet. Du hast dich als Verbündete erwiesen. Ja, natürlich. Natürlich bin ich eine Verbündete. Was hast du denn gedacht? Verdammt nochmal. Hast du gedacht, ich bin ein Feind? Tja. Tja, was ist da hinten Unbekanntes? Eine Art Drohne. Überwachungsdrohne. What? Vielleicht bringt sie nützliche Daten. Aber das hier? Komm ich da hoch? Nee. Das ist aber eine Truhe. Wo ist denn hier eine Drohne? Ah! Nein, geh nicht weg! Der Schneefall ist stark. Hm. Naja, keine Ahnung, was das ist. Ich wollte eigentlich nur gucken, was das ist. Was ist das da? Panzerwanderer. Hm. Nee, du. Die Coolroute. So. Wir gehen. Wo gehen wir hin? Direkt hier zum Lagerfeuer. Direkt zum Lagerfeuer. Let's go. Mal die Munition für alles auffüllen. So. So. Okay. Die gehört zu uns. Lass sie durch. Fremde, Häuptling Hikaru und Marshall. Ja, das hast du mir vorhin schon gesagt. Beruhig dich. Okidoki. Gehen wir mal nach. Oh ne, das bringt ja nichts, wenn wir nach vorne. Ja, doch. Fremde, der Häuptling wartet in der Arena, hinter dem Thron. Mhm. Ja. Rede mit Hikaru. Na gut. Wir warten jetzt mal hier und dann sage ich doch schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns morgen wieder für die Coolroute. Macht's gut. Tschüss.